saved. Bleibt ja da, wo ihr seid. Take me with you. Nein! I'm the one man who knows everything. Ich sag's auch noch. Was, wo? Da! Ich renn nochmal zurück, lad nochmal nach. Ich hab die gar nicht gesehen gehabt. Was? Verpiss dich! Was? Verdammt, kommt her. Ich bin zu blöd zum Zielen, ey. Heute ist aber ganz besonders schlimm. Meine Güte, heute ist mit dem Ziel nicht so meins. Also ist die fette Action wohl für mich eher nix. Na egal. Wir haben das schon. Wir machen das hier schon. Immerhin sind wir der Free Moon. Yeah. What? Na komm her! Distanzbattle, das gewinne ich, ja? Sag ich doch, mein Revolver ist halt besser. So. Jetzt haben wir immerhin ja schon mal die Waffe gestimmt, das kann ich auch mal sagen. Immerhin haben wir die Waffe schon mal. Das heißt, wir haben schon mal mehr Feuerkraft als vorher. What the hell? Warum funktioniert das heute nicht? Was? Ah! Verdammt! Das habe ich gar nicht gemerkt, dass das Viech noch da ist. Jetzt läuft aber gerade echt nicht so gut wie sonst. Verpiss dich! Mensch, kann ich hier gar nicht gebrauchen. Langsam geht's, also durch die Action geht's natürlich rapide nach unten mit unserem ganzen Leben und den ganzen Anzeigen hier. Aber naja, könnte ja noch schlimmer sein. Mich erwischt hier keiner. Munition, sehr gut. Nachgeladen schon? Ja, wunderbar. Schnauze, Kollege! Hau doch ab! Ich muss mich hier ja sogar konzentrieren aufs Schießen. Ganz schlechtes Zeichen. Bin ich nämlich immer noch ganz blöd zum. Bin ich noch zu blöd zum Treffen. So, gibt's hier noch so irgendwo irgendwas? Elevator. Okay. So, müssen wir jetzt hin? Ach so, jetzt sind wir hier oben, okay. Keep out. Okay. In Ordnung. Hier kommt nichts. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich speichere mal. Ist, glaube ich, besser. Wer weiß, was jetzt kommt. Oh man, da oben geht's raus. Oh Gott. Ah, wer hätte gedacht? Elevator gleich, Ladedaten. Ah! Also, Armee ist auch noch gegen uns. Das ist natürlich super. Alles
gegen Freeman, außer natürlich die Sicherheitsbeamten, weil die ja auch abgeschossen werden, und natürlich die Wissenschaftler, weil die auch abgeschossen werden, aber Aliens, die sind gegen uns. Oh Mann. Alles ist gegen uns. Warum? Weil die Musik so fucking dramatisch wird, dass jetzt Action kommen kann. Oh yeah. Die Außenwelt, wie geil. Das Gebiet ist nämlich lange sicher, Kollege. Oh yeah. So geht das. Der Freeman ist da und macht euch fertig. Die Waffe streut auf jeden Fall ganz schön. Ich habe noch. Bin ich zu blöd und treffe mich jetzt wieder oder was? Ah, scheinbar. Habe ich nicht vorher da drauf geschossen oder da oben? Oh yeah. Das läuft ja schon mal ganz gut hier für uns. Danach. Was? Weißt du, wo du da oben bist? Ich hoffe nicht mehr lange. Verdammt, ich bin auch blöd zu treffen heute. Beziehungsweise die Waffe ist scheiße zu treffen. Ja, es liegt an der Waffe. Also. Mach mich weg, ey. Ich hab doch voll erwischt. Aber man kann absolut nichts gegen den Revolver sagen. Was? What the hell? Ab nach unten, ey. Wow, ah, verdammt. Was zur Hölle war das? Haben die jetzt schon in der Luft ganz schön viele Waffen, oder wie sieht das aus hier? Ah, scheinbar schon. Außerdem die Shotgun nicht bekommen. Verdammt nochmal. Das ärgert mich jetzt. Was? Ich weg. Wo denn? Bin ich blind? Hä? Hä? Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Schnell weg hier. Boah, was geht denn jetzt hier ab, ey? Jetzt holen sie aber richtig die fetten Waffen raus. Aus der Luft holen sie, kommen sie mit tausenden von Hubschraubern und allem möglichen Zeug, und das andere wird auch nicht besser. Wir sind aber noch recht gut durchgekommen. Naja, okay, die Energie ist ganz schön weit nach unten gegangen. Gut. So gut schaut es uns jetzt auch nicht mehr aus, aber es wird schlimmer sein. Glaubt mir, es wird vermutlich noch sehr viel schlimmer sein. So wie ich mich kenne und so wie ich das Spiel kenne, wird es noch schlimmer. Aber wir waren eben gerade immerhin schon mal in der Außenwelt, an der Oberfläche. Und das gibt ja schon mal Grund zur Hoffnung. Allerdings sind wir jetzt noch lange nicht hier weg, das wissen wir auch. Also, das wird nur lustig. Ich weiß echt nicht, warum ich nicht an die Shotgun gekommen bin. Ich weiß nicht, wo ich da hätte hergehen sollen. An die wäre ich noch gerne gekommen, weil das ist auch eine super Waffe. Schade. Aber okay, gehen wir weiter. Immerhin sind wir ja im Lüftungsschacht. Das beste Gebiet überhaupt. Hallo, ich bin's, der Freeman.
Erwischt. Erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Oh Mann. Es wird aber auch nicht besser hier. Ich lade jetzt immer mal ein bisschen mehr nach. Sieht auch geil aus. Hallo? Hallo? Ich brauche Hilfe. Ich will hier raus. Verdammt. Ich bin's, der Freeman. Hey. Ich würde gerne töten. Ja. Security, das hört sich gut an. Schnell, geh mal hin. Well, so much. Ja, da sind wir doch wieder. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Ja, super. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Das will ich auch stark hoffen. Danke, dass ich jetzt doch hier bin und alles bekommen habe, was ich wollte. Klasse. Sehr gut. Hier wollte ich doch auch ursprünglich hin. Sehr schön. Da hat er schon alles verregt gehabt, habe ich gerade gesehen. Das war eine gute Idee von ihm. Und jetzt haben wir die Shotgun. Ja, das ging es. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Okay. So viel dazu. Jetzt geht's hier richtig ab. Und wir laden mal wieder die Daten. Wer hätte gedacht? Jetzt dürfte es hier richtig abgehen. Also wir sollen zum Lambda-Komplex. Zum Lambda-Komplex. Ich meine, klar, das Zeichen kennt ja jeder vom Lambda. Und denen sollen wir vertrauen. Wir müssen. Wo sollen wir durch? Durch Raketensilos? Oder sowas? Ich habe es jetzt gerade nicht genau gelesen gehabt. Auf jeden Fall irgendwo, wo Raketenstarts durchgeführt werden. Das dürfte also Explosionskrater. Das wird ja noch lustig. Das hört sich auch schon lustig an, ey. Naja. Schauen wir mal, was das gibt. Schauen wir mal. Ach, jetzt geh mir doch aus dem Weg. Danke sehr. Energie, die können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Danke sehr für die Energie. Da hat man schon wieder so ein Viech. Na also, erledigt gekriegt. Oh, da sollte ich aufpassen. Hätte ich hier geschossen, wären wir alle in die Luft geflogen. Alle. Mach mal die Sicherheitstür auf hier. In der Sicherheit. Kann man sehen, wie man will. Au. Jetzt bin ich gerade ernsthaft hier runtergefallen. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ah, wir können auch hinten hoch. Warum sagt mir das denn keiner? Und was bringt uns das? Ah, kann einer an. Irgendwas bringt uns das schon, aber ich weiß noch nicht was. Aha.
Was ist das denn? Huh! Das war knapp. Okay, wir haben hier gerade zwei Möglichkeiten gefunden, wie wir runterkommen. Ich glaube, wir haben gerade die beste genommen. Und hier sind wir. Hier glaubt man nicht sofort, dass wir dahergehen, glaube ich. Hoffe ich, sagen wir es mal so. Ach, so schlau. Auf jeden Fall haben wir Munition gefunden gehabt. Sehr gut. Okay. Was ist denn hier? Oh Gott. Das ist wirklich ein altes System hier. Ein sehr altes System. Schon ein bisschen länger her, als das benutzt wurde, glaube ich. Oh, Munition, wunderbar. Ach, wir werden hier verwöhnt werden wir. Was? Was geht denn hier alles? Okay, wir können hier mit der Bahn fahren. Aber bevor wir das machen, mache ich mal eine Aufnahmepause, denn heute muss ja noch eine Folge raus. An dem Tag, an dem ich ausnehme. Und das heißt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.